willkommen bei Andreas Sembacher, Personal aus Karlsruhe, heute zum Thema: Die meisten, die im Fitnessstudio trainieren, schon länger dabei sind, im Kraft- und Fitnessstudio trainieren noch für Muskelerhalt, nicht mehr für Muskelaufbau. Warum? Ganz einfach. Ihr kennt das alle, wir befinden uns nach einer gewissen Zeit in einem sogenannten Belastungsplateau. Das heißt, wir können die Belastungsgewichte nicht mehr erhöhen aus Gründen XY. So, warum sollte ein Muskel sich vergrößern, wenn die Reize, die Spannungen, die am Muskel entstehen, laufend die gleichen bleiben? Der Muskel wird sich nur dann verändern, was das Volumen anbetrifft, wenn ich die Belastungsreize verändere. Und die Belastungsreize kann man am allerbesten verändern, indem man das Belastungsgewicht erhöht. Wenn uns das gelingt, dass wir immer wieder die Belastungsgewichte erhöhen können, dann werden wir auf Dauer natürlich auch das Muskelvolumen erhöhen. Nur, ihr wisst alle selbst, die, wo schon länger dabei sind, das Gewicht geht bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann geht es nicht mehr. Man kann die Belastungsgewichte nicht mehr erhöhen. Was machen wir? Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Und die wichtigste Möglichkeit ist, dass wir den ersten Parameter Belastungsgewicht erhöhen, dass wir den verbessern, indem wir Maximalkrafttrainingseinheiten einbauen. Und da habe ich die beste Erfahrung gemacht mit meinen Kunden, wenn man 6, 8, 10 und 12 Wochen Maximalkraft trainiert, also ein ganz anderer Parameter, 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er Wiederholungen in einem Reizzeitfenster bis zu maximal 20 Sekunden. So, innerhalb diesen 6, 8, 10, 12 Wochen schaffe ich es, das Belastungsgewicht bei den 2er, 3er, 4er, 5er, 6ern um 20-25% zu erhöhen. Danach, wenn ich dann mit diesen Maximalkrafttrainingseinheiten fertig bin, habe ich die Möglichkeit, bedingt durch die Erhöhung der Maximalkraft, auch mit höheren Belastungsgewichten meine 6er, 7er, 8er, 9er, 10er, 11er und 12er Wiederholungen zu absolvieren. Das bedeutet, ich kann dann zum Beispiel Kniebeuge nicht mit 100 Kilo machen, 6 Wiederholungen, sondern ich habe die Möglichkeit, mit 120, 125 Kilo diese 6 Wiederholungen zu machen. Oder, was ich auch noch machen kann, ich habe auf einmal die Möglichkeit, dass ich mit den 100 Kilo anstatt 6 Wiederholungen 8 neue Wiederholungen machen kann. Somit habe ich zweimal die Möglichkeit, mein Muskelvolumen zu erhöhen, indem ich die Parameter Maximalkraft verändert habe und Belastungszeit verändert habe. Das wären zwei ganz wichtige Faktoren, die man nicht vergessen darf. Wichtig wäre natürlich auch, dass man weiß, wenn man die Belastungsgewichte erhöhen möchte und natürlich auch im Maximalkrafttrainingsbereich sich verändern möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, macht es überhaupt Sinn, bis zum Muskelversagen zu gehen? Ist nicht Muskelversagen sogar tatsächlich leistungsminimierend? Einmal, Nummer zwei, man soll natürlich versuchen, ohne Umkehrschwung zu arbeiten. Warum ohne Umkehrschwung? Weil der Umkehrschwung letztendlich nur energetisch sparsam arbeitet und somit, wenn wir mit Umkehrschwung arbeiten, spart der Körper Energie, weil er weniger Muskelfaserbündel in den Belastungsweg einbindet. Das heißt, immer am Ende des exzentrischen Bewegungsablaufs einmal kurz anhalten und frisch anschieben, sorgt dafür, dass er bis zu 30% mehr Muskelfaserbündel in die Bewegung involviert. Warum? Weil ihr einen erhöhten Drehmoment überwinden müsst. So, das wären wichtige Fakten. Noch ein wichtiger Fakt wäre, im Studio gibt es ja oft nur die Möglichkeit, sich um 2,5 Kilo zu steigern, zum Beispiel im Freihandelbereich. So, man hat 1,25 Kilo Scheiben, nach einer gewissen Zeit habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mich um 2,5 Kilo zu steigern. Dann kann man sich im Einzelhandel kleine Scheiben kaufen mit 500 Gramm. Und diese tut man in seine Tasche, in seine Sporttasche, und dann hat man die Möglichkeit, zum Beispiel alle 2-3 Wochen, sogar als Fortgeschrittener, nochmal zu versuchen, mit einem Kilo mehr die 6, 8, 10 oder 12 Wiederholungen zu machen. Und wenn man das erreicht, dass man immer wieder die Belastungsvarianten verändern kann, sei es das maximale Gewicht oder sei es auch das Reizzeitfenster auszureizen, dann haben wir natürlich ganz klar die Chance, unser Muskelvolumen auf Dauer zu erhöhen. Das war's schon zum Thema. Die meisten Fortgeschrittenen sind nur noch im Studio zum Muskelerhalt, nicht mehr zum Muskelaufbau. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Training. Ihr dürft gerne unten in die Anmerkung was reinschreiben, vernünftig argumentieren und dann bin ich natürlich dabei und gebe euch, sofern es meine Zeit zulässt, innerhalb von kurzer Zeit eine Antwort dazu. Das war's, Andreas Sembacher, Personal aus Karlsruhe zum Thema. Schaut einfach regelmäßig rein. Bei mir gibt es immer die wichtigsten und die ehrlichsten Infos zum Thema Fitness-Lifestyle.